So reagiere ich, wenn ich einen neuen Abonnenten habe. Die Facecam war noch an und ja, ich zeige euch mal das Video. Krass, schon wieder ein neuer Abonnent. Yo, Leute, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, ich wollte eigentlich Endergame spielen oder Battle Wars, aber weil auf dem Gommes-Server alle Slots belegt sind und ich noch keinen Premium-Rang habe auf diesem Server, ja, muss ich auf Hive spielen. Und ja, deswegen spiele ich hier Survival Games vorab. Ich bin grottenschlecht in Survival Games. Also, wenn du wirklich jemand bist, der gerne gute PvP-Runden sehen will, mit ganz viel Skill, dann kannst du gerne woanders hinschalten, aber bei mir wirst du das Ganze natürlich nicht finden, weil ich einfach ein absoluter Noob bin, wenn es darum geht, oh, ich bin so schlecht, wenn es darum geht, einfach PvP zu spielen. Also es gibt manchmal Runden, da bin ich echt gut, und Runden wie diese hier, wo ich einfach in den ersten 10 Sekunden einfach sterbe. Gut, wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis gleich. Yo, und da sind wir schon in der zweiten Runde. Und ja, es geht in 10 Sekunden los. Ich hoffe, dass ich diesmal ein kleines bisschen besser bin. Ich, wie gesagt, ich bin einfach grottenschlecht in PvP, aber mir bringt es so viel Spaß. Und ja, dann versuche ich mal ganz viele Kisten zu kriegen. Oh, geil. Oh, geil. Oh, geil. Das gönne ich mir gleich. Und jetzt bin ich einer, der mal die Anfänger einfach hier weghaut. Jo. Wie gesagt, es gibt ein paar Runden, die laufen echt gut, und es gibt Runden, die sind absolute Grotte. Oh, und ich klicke mich hier schon. Ich glaube, das hat man auch gehört. Und ja, nein! Scheiße! Oh, warum greife ich auch mit dem Eisenschwert an? Ich hau einfach hier, wirklich, ich hau die Klicks einfach so raus. Ich glaube, das Klicken hat man so extrem gehört. Dazu muss ich sagen, meine alte Maus ist kaputt, also die war wesentlich leichter, Also sie war wesentlich besser und ja auch leiser. Und das hier ist natürlich nicht eine teure Rocket-Maus oder so, sondern das ist einfach eine Billig-Maus von Aldi, Lidl oder so. Weiß ich nicht. Hat ein paar Euro gekostet. Ich weiß es nicht. Okay, wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis gleich. Yo, und da sind wir auch in der dritten Runde. Und es geht auch gleich wieder los in 10 Sekunden. Ja. Diesmal sind ein paar weniger Truhen, sehe ich. Also ich kenne die Maps alle nicht. Ich spiele eigentlich nie Survival-Games auf dem Hive-Server. Ich spiele eigentlich grundsätzlich keine Survival-Games, aber... Und wir haben gar nichts gekriegt. Schnell weg. Schnell weg. Einfach gar nichts. Bin ich so langsam oder was? Es kommt mir voll vor, als wenn alle anderen schneller sind als ich. Bei Ender Games könnte es ja sein, aber hier? Das kommt mir voll so vor. Egal. Ja. Wie gesagt, ich bin total schlecht in PvP und das wird auch sicherlich weiterhin so sein. Ich hoffe, dass ich ein bisschen besser werde in der Zeit, wo ich die Videos einfach mache. Also es bringt auch viel Spaß, PvP. Habe ich wirklich so viel Spaß dran. Aber ich mag persönlich lieber Bed Wars. Bed Wars, finde ich, ist wirklich ein klasse... Also es gibt nur klasse Runden bei Bed Wars. Da hast du auch ganz oft wirklich Leute, mit denen du wirklich ordentlich spielen kannst. Immerhin eine Holzaxt und ein Apfel. Wir sind arm. Einfach arm. Wenn ich eine Werkbank finde, ich weiß gar nicht, in der Mitte ist, glaube ich, eine Werkbank, ne? Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es auch mitten im Spiel Werkbank gibt. Klar, dass die leer geräubert ist. Erfahrungsfläschchen, das bringt mir wenig, aber
Das bringt mir immerhin was. Ich weiß nicht, ob es auch einen Zaubertisch gibt. Ich weiß nicht, wie das ist. Also ich habe mehr Ender Games gespielt als Survival Games. Das ist irgendwie, weiß nicht, also Ender Games habe ich immer lieber gespielt, aber wie gesagt, auf GOM ist jetzt überhaupt gar kein Slot frei und ich habe jetzt einfach Bock, was aufzunehmen und nicht in 100 Jahren, weil wenn ich keinen Bock habe, irgendwas aufzunehmen, wenn ich einfach keine Lust habe, dann werden die Videos so oder so scheiße, egal was ich mache. Die können noch so qualitativ hochwertig sein, das Video wird scheiße. Es wird einfach scheiße, weil ich dann keine Lust habe. Es kommt ja auch sehr auf die Person drauf an, wenn man ein Video macht, also dann... Dann kommt es auch sehr auf die Person auf, wie man das, ja, so rüberbringt und so. Aber ich bin einfach schlecht, Also wir sehen uns dann in der vierten Runde. Bis dann, 5 Runden mache ich und dann höre ich auf, also bis gleich. Jo Leute, und da sind wir auch schon in der vierten Runde und zwar wollte ich noch was ansprechen. Es geht ja um das letzte Video, da habe ich ja gesagt, stimmt mal ab, soll ich den Kanal behalten oder soll ich den Kanal nicht behalten, also das wollte ich gerne mal wissen. Und ihr wart wirklich fleißig in den Kommentaren und das ist auch das, was mich wirklich motiviert, wenn ihr Kommentare schreibt. Ja, ich fange gleich mal an und wenn wir mittendrin sind, dann erzähle ich mal ein bisschen was darüber. Und es hat gelackt. Ich habe Pilze gekriegt. Wieso nehme ich Pilze mit? Und zwar habe ich ja gesagt, ihr sollt abstimmen. Es haben wirklich sehr, sehr viele abgestimmt. Also wirklich vielen, vielen, vielen Dank dafür. Das ist das wirklich, was mich motiviert und wo ich auch wirklich, gerade dann habe ich auch richtig Spaß an den Videos, wenn man wirklich Feedback zurückkriegt. Wie das Feedback aussieht, ist eigentlich völlig egal, gerade wenn es aber Kommentare sind, dann motiviert mich das am meisten. Das habe ich ja schon im letzten Video gesagt und das ist einfach so. Wenn jemand einen Kommentar schreibt, dann merke ich, hey, ich bin demjenigen wichtiger, ob es ein Hater ist oder nicht, weil der hat sich die Mühe gemacht und hat einfach einen scheiß Kommentar geschrieben. Also der hat einfach sich die Mühe gegeben und hat einfach einen Kommentar geschrieben. Das ist, ja, es ist einfach klasse. Und schön, dass ihr wirklich alle abgestimmt habt. Es ist dazu gekommen, dass ich diesen Kanal einfach behalte und den hier weitermache. Und von daher würde ich sagen, dass dann das neue Konzept hier einfach... Wieso laufe ich dagegen? Also, ich verstehe das nicht. Ich bin so schlecht in... Ich verstehe nicht, warum ich in einem Kinderspiel... Also in einem Kinderspiel bin ich grottig schlecht. Einfach. Wenn es um Ego-Shooter geht oder so, bin ich jetzt auch nicht der Beste, aber ich bin da eigentlich... Doch, also... Ich bin nicht schlecht darin. Dazu muss ich sagen, PvP, als Minecraft-PvP habe ich weniger gespielt als Ego-Shooter. Das könnte natürlich daran liegen, einfach, dass ich, weil ich es halt nicht so oft gespielt habe, dass ich einfach schlecht bin. Aber ich denke mal, dass ich in den Videos jetzt, wenn ich regelmäßig solche Videos hochlade, einfach, ja, einfach besser werde. Und da hinten ist einer und ich habe noch gar nichts. Ich habe Pilze. Pilze. Ich werde euch vernichten mit meinen Pilzen. Nein, Quatsch. Also, ich habe einfach scheiß Pilze. Jetzt habe ich gar nichts mehr. Und der hinten hat eine Waffe und der wird mich bestimmt gleich zerstören. Und ich habe nicht mal was zu essen und gar nichts und überhaupt und sowieso und... Und der greift mich einfach nicht an. Der hat mich einfach... Ein Goldbahn. Ich bin jetzt ein Gold wert. Ja. Damit kann ich aber nicht wirklich was anfangen. Es ist... Also ich bin so schlecht in PvP, das ist Wahnsinn. Oh, eine Hose. Wie cool. Ich nehme einfach das mal mit, wenn wir irgendwie eine Werkbank finden oder so. Ich meine, also deswegen mag ich Ender Games auch viel, viel lieber, weil man da einfach Holz abbaut, machst dir einfach ein Crafting Table, fertig. So. Und hier in Survival Games ist das halt so, dass du gar nichts abbauen kannst. Also...
Da geht's wirklich nur ums Überleben und hoffen, dass du was Gutes findest. Und in Endergames ist es so, dass du, wenn du nichts Gutes findest, dir zumindest Holzsachen machen kannst. Also dir zum Beispiel ein Holzschwert craften kannst. Und dann kannst du natürlich auch dich verteidigen. Und das ist auch wesentlich besser. Einfach. Jetzt sieht so aus, als wenn hier nichts ist. Und wir laufen durch die Gegend. Ja, wir gehen hier einfach mal hoch. Vielleicht ist hier mal irgendwas los. Einfach mal gucken. Und mein Handy meldet sich. Ich bin ja auch überhaupt nicht... Oh nein, ich bin tot. Ich werde sterben. Ich bin einfach schlecht. Okay, wir treffen uns zur letzten Runde PvP. Da könnt ihr wieder mal sehen, wie ich einfach nur ablose in diesem PvP-Game. Und ja, ich hatte schon bessere Zeiten. Jo, und willkommen zur letzten Runde hier. Und ja, das ist einfach, ich bin sowieso schlecht. Von daher, ihr wisst es, ich bin schlecht in PvP. Ihr braucht es auch nicht in die Kommentare schreiben. Ich weiß, dass ich schlecht bin. Wenn ihr wirklich jemanden sehen wollt, der wirklich gut in PvP ist, dann weiß das ich. Geht zu Ungespielt oder geht zu irgendjemand anders, der einfach besser in PvP ist. Ja, geht auch gleich los. Ich lose bestimmt, ich wette mit euch, ich lose in den ersten 10 Sekunden ab. Da wette ich mit euch. Wenn nicht, das wäre so geil, wenn ich nicht ablosen würde. Oh, ein Eisenhelm. Oh. 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 Immerhin. Immerhin. Also, noch keine Waffe, aber immerhin schon ein Eisenhelm. Ohne Waffe bringt mir das sowieso nichts. Den können wir eigentlich gleich mal aufsetzen. Ich weiß, das sieht so schick aus. Ja. Ja. Wo wollen wir hin? Wo sind Kisten? Also ich kenne die Maps überhaupt gar nicht. Also ich habe da überhaupt gar keine Ahnung von. Ich bin einfach so schlecht. Ich bin einfach so schlecht im PvP. Also wenn ich Waffen habe, wenn es jetzt zum Beispiel auf dem Server ist und man sich vorbereitet und dann einfach wirklich kämpft, dann bin ich wesentlich besser, weil ich da ja selber dann mir die Sachen zusammengesucht habe, also dann habe ich meistens auch schon voll Dia und habe auch verzauberte Sachen und sowas. Und dann kann man natürlich im PvP eher gewinnen. Und wir werden sowieso sterben. Ja, dann töte mich halt. Ist so. Gut. Das war's mit den Runden von mir PvP. Ich weiß, ich bin wirklich super schlecht. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, gebt doch mal einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Daumen nach unten. Schreibt aber in die Kommentare, warum euch das Video nicht gefallen hat. Das interessiert mich einfach. Das motiviert mich, wenn ihr mir Feedback gebt. Egal, ob es jetzt negativ oder ob es positiv ist. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen traumhaften Tag. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, haut raus.